Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84, sehen wir genau. Wieder nicht im Sumpf, nein, bei der Taufe Adanos, da in dem Gebiet. Und ballern Blutfliegen ab. Denn wir müssen hier irgendwas finden oder suchen. Also in der Nähe finden wäre die logische Konsequenz von suchen. Also wir sollten es finden. Ich habe leider keine Ahnung, was genau man von uns verlangt. Also wir brauchen einen Fokusstein, das wäre dem Varrak am liebsten. Da kann er irgendwie seine magische Macht mit bündeln oder aus dem Fokusstein magische Macht entziehen, damit er die Truppen im Rebellenlager einschläfern kann. Damit wir zum Tempel gelangen, ohne große Verluste, auf allen Seiten quasi. Oh, die kommen schon. Und aufhören. Ach du Scheiße. So, Freunde, macht mal langsam. Ja, das war mir klar. Da habe ich wohl ein bisschen, ein bisschen überschätzt, habe ich mich da. Ich wollte eigentlich ein bisschen mich entfernen und dann den hier machen. Ich habe gesagt, den hier machen. Hallo. Den hier machen. Und dann voll rein. Weil ich kann mir es jetzt erlauben, getroffen zu werden. Solange ich mich auf einen konzentriere, komme ich wieder volles Leben. Also das ist schon Seelenräuber. Seelenräuber ist schon. Das ist ein geiler Zauber, kann man nicht sagen. Ah, da hinten geht. Ah, da hieß Iran oder irgendwer, der spaßt da unten rum. Aha, okay. Der war Seelenräuber, das bockt. So langsam sind wir auch richtig fit, also. Bald können wir uns hier mit allen anlegen. Scheißegal. Seelenräuber an. Und immer schön auf einen. Dann geht das rund. Locker interessiert mich das Genick. Der hat einfach mal ein paar Krits kassiert. Warum kriegen wir denn manchmal Schaden? Nicht, dass uns Seelenräuber maximale Leben entzieht. Das wäre natürlich nicht so schön. Auf jeden Fall sind wir des Rätsels Lösung näher gekommen. Da hinten ist einer, der geht da komplett ab. Der flippt da total aus, da hinten mit seiner Magie. Ist eventuell Jiran oder halt eben dieser Zorik. Oder halt irgendein anderer Wassermagier. Also der Hinweis sollte eigentlich ausreichen. Wie gesagt, ich war ja letzte Folge noch etwas aufgelöst. So nach dem Motto, was Taufe Adenos, was will der von mir? Aber man soll einfach nochmal hierher. Und man kann das auch mit dem Teleport von Jiran relativ simpel. Nichts zu holen. Ich habe das Gefühl, der Seelenräuber ist gar nicht mehr aktiv, obwohl er noch über mir drüber fliegt. Das Miniaturschwarze Loch da. Ne, wir säbeln uns hier nochmal durch. Nur sammeln ein bisschen EP. Ohne weiteres. Ohne Probleme säbeln wir uns hier durch, sammeln EP. Pennen können wir ja auch. Seelenräuber scheint immer aktiv zu sein. Nichts zu tun. Er ist irgendwie aus. Also der hält dann wahrscheinlich auch nur 30 Sekunden, ähnlich wie die Blitzklinge. Aber wahrscheinlich bleibt das Licht, beziehungsweise das Unlicht, da oben drüber halt einfach ein bisschen länger, ähnlich wie halt eben das normale Licht. Das bleibt dann wahrscheinlich 5 Minuten oder so. Kann ich mir zumindest vorstellen. Nee, hier ist nichts mehr. Also wir düsen hier wieder raus. Riesenspinnen, das sind ja hier keine Minecrawler. Ganz große Unterschiede. Wie gesagt, ich finde es ja schön, wie die hier in dieser Modifikation Jaken da so ein bisschen auseinandergenommen haben. In mehrere kleine, voneinander abgeschlossene Gebiete. Sammeln wir wieder ein bisschen Lernpunkte. Bis zum nächsten Level dauert es noch ein bisschen. Wie gesagt, theoretisch muss man hier jetzt auch nicht nochmal durch die Gegend laufen. Man kann
wenn man möchte. Ganz einfach. Da hinten, da zu diesem Wassermagier-Kamerad oder was das für ein Typ ist. Aber wenn man lustig ist, kann man halt hier noch ein bisschen Beißer schlachten. Geben viele EP und Fleisch. Und wie gesagt, dann pennen wir eh eine Runde, haben wir wieder volles Leben. Hier können wir, glaube ich, kein zweites Mal runter, weil wir haben ja keine Blutfliegenspruchrolle, die den Schaden abfängt. Wir können sie mal versuchen, vielleicht haben wir einfach genug Leben, als dass wir den Sturz überleben könnten. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser... Da hatten wir doch noch was anderes. Wie war denn das? Dieser Ring der Schwerkraft oder so? Ich glaube, der bringt es aber Nichts nichts. zu holen. Der sorgt nur dafür, dass wir von den Harpyien, die weggeboxt werden, oder halt eben von Trollen oder ähnlichem. So, nur mal ein bisschen 6 ADP mitnehmen. Und da hinten im Eck ist nichts mehr. Oder doch? Ach ja, Razor. Wo erreichen die mich denn noch bitte? Alter Vater. Huh. Könnte man knapp nennen. Jetzt kann er hier noch mal ein bisschen rumrennen. Aber ein weiterer Fokus ist hier nicht. Wie gesagt, das Ziel. Hier ist jetzt eben nochmal halt dieser Wassermagier oder wer auch immer das ist, der da unten auf dem Dingen rumtanzt, da auf dem Felsen neben dem Wasser, da in der Schlucht. Aber wie gesagt, hier kann man auf jeden Fall noch ein bisschen EP mitnehmen. Gegner schnetzeln, wie man lustig ist. Ein ganzes Level schaffen wir nicht noch, aber wir haben ja knapp 30 Lernpunkte wieder. Aber ich überlege, wo wir die jetzt reinfetzen. Was für ein Drecks hier, wo kommt der her? Boah, der hab ich gerade. Oh Gott. Boah, Gott. Ich will jetzt auch gerade hier nichts, ne? Kein Leben auffüllen, denn da oben ist ja ein Bett. Muss man halt ein bisschen riskanter leben, das muss man halt akzeptieren können. Aber wo ist denn der wieder auf einmal? Also, der war ja davor auch nicht da. Aber irgendwie hat mich schon so gestunken, dass das nur zwei waren. Und ich hatte das Gefühl, es müssten drei sein. Auf dem Rückweg kam er dann vorbei, der Drecksack. Bett ist natürlich bei den Harpyien. Na, wundertoll. Wisst ihr was? Warum mache ich mir überhaupt hier die Mühe? Mach den Seelenräuber einfach wieder an und schnetzel Scavenger und da habe ich wieder Leben, lol. Was soll denn das? Seht ihr? Nichts zu plündern. Und nein, das macht das Leben nicht wieder voll, aber man kriegt ein bisschen was. Ich glaube, maximales Leben verlieren wir auch nicht. Ja, lacht mir zu. Ist auch mal ein bisschen ätzend, wenn man den Bogen zückt, dann fällt man irgendwie vom Fels runter. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Ist gut jetzt. Ach Gott, die Scheißviecher. Dass ich das überlebt habe, ist kriminell. Beweist mir allerdings auf der anderen Seite, dass wir auch den anderen überleben Nichts, könnten, den nichts. anderen Sturz, weil es war jetzt schon relativ tief. Und wir sind wieder volles Leben. Ich habe das Gefühl, je stärker der Gegner ist, desto mehr Leben bekommt man auch zurück, denn die Harpyien haben jetzt um einiges mehr gegeben an Leben als jetzt die Scavenger. Aber das kann ja gut sein, das weiß ich ja nicht. Sind da hinten noch welche drin? Hör doch auf! Geh da ganz normal hoch. Ja, da hinten ist noch eine, aber die bekämpfe ich bei Tag. Wo ist denn das Bett hier? Sag mal, das ist weg. Das wäre eine Frechheit. Warum sollte man das Bett entfernen? Das hat doch gar keinen Sinn. Warum sollte man das Bett entfernen? Sagt mir es, warum? Nichts zu Oder bin ich einfach nur blind und sehe es nicht? Da ist es doch. Oh, ein Glück. Warum sollte man das auch entfernen? Das ist halt kriminell, ist das.
Ist gut, Bett. Okay, nochmal Harpien geschlachtet, 4 Stück. Ist hier sonst so irgendwas? Ach, hier kann man ja auch runterfallen, ne? Ist jetzt sogar das eigentlich Richtige? Ich weiß es gar nicht mehr. Ging es immer da hinten runter bei den anderen Sachen da? Also hier ist auch nichts, außer eben der Steinkreis. Ich glaube, da hinten, das hat gar keinen Mehrwert mehr gehabt, wenn man sich da hat runterfallen lassen. Ich springe jetzt auf jeden Fall nochmal runter. Aber da hinten springe ich runter, weil da darf ich runterspringen. Dann bin ich eh unten in der Schlucht. Das wäre ja sogar kürzer, als jetzt da außen rum runter zu laufen. Also nicht unbedingt, aber scheißegal, runter damit. So, zack. Also runter mit uns in dem Fall. So, und ab in die Gruft. Ob hier auch wieder Gegner respawnen sind, Skelette und so Kram. Könnte sein. Dämonen. Alles, was Spaß macht. Wir sind ja gerüstet, haben volles Leben. Uns kann nichts passieren. Klar. Hier ist natürlich wieder was los. Ein Kristallgolem erschien erneut. Und da fliegt auch ein Fokus rum. Hey, sogar mehrere. Aber was hat's mit dem anderen Spasti da auf sich? Der da rumgefuchtelt ist. Jetzt halt mal die Luft an. Großer. Zack. Bergkristalle für uns. Und hier fliegen ja wirklich die Foki rum. Nehmen wir die halt wieder mit. Diese drei magischen Artefakte sind bestimmt ausreichend für Barak. Ja. Warum auch nicht, aber jetzt gilt es noch die Frage zu beantworten, wer ist dieser Spasti, der da rumtanzt? Die Frage ist nämlich noch nicht geklärt. Dass die hier noch einfach so rumfliegen, damit hätte ich... Also ich habe ja gewusst, dass hier Artefakte sind, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die hier einfach noch rumliegen. Da habe ich jetzt doch etwas überrascht. Aber was geht da hinten vor sich? Da geht es ja total ab. Das ist nicht der Barak, das ist irgendwer anders. Das ist auch ein bisschen Wassermagier. Der verschwand, als wir hier aufgetaucht sind. Natürlich, klar. Ganz kurz, ich will aber wissen, wer das ist. Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Warum fliegen wir jetzt auch mal wieder? Warum waren wir gerade wieder unter? Was soll denn das? Ich überlege gerade, ob wir hier da... Ob das ausreicht. Von hier aus. Das ist Watras! Hör doch auf! Das ist ja cool. Warum sollte Watras hier sein? Das ist dann wahrscheinlich aber nur so ein Easter Egg. Schätzungsweise, denn der verschwindet ja, wenn wir auftauchen. Ich hab schon gedacht, das sieht aus wie Watras. Ach, Watras bleibt doch da. Schade. Hätte ja auch da bleiben können. Und uns helfen können. Ist hier wieder ein Drache nachgespawnt? Oder ein Lindwurm? Oder was hier war? Ne, aber Schwefel liegt hier noch rum. Ist ja auch munter her hier. Das Gebiet war schon cool. Also Taufe Adenos, das war schon schön gestaltet, das Ganze. Aber dass die drei Artefakte da einfach noch rumfliegen, also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also was soll's, gehen wir halt einfach zurück und haben die Artefakte dabei. Das wissen wir wenigstens, dass wir da uns schon mal keine Sorgen machen müssen, aber ich werde dennoch zum Rebellenlager mal daddeln und gucken, vielleicht haben die auch neue Waffen im Angebot oder irgendwas Brauchbares, die Händler. Gucken wir erstmal, ob wir ins Rebellenlager kommen oder ob die Wachen noch weiter intensiviert haben und da gar nichts mehr geht. Sag's mal wieder zurück. Drei magische Artefakte dabei.
es eben gerade wieder ein Erdbeben oder hat es einfach nur geleckt? Ich glaube, es gab wieder ein Erdbeben. Hat man schon länger keine mehr, ne? So, Amiga, bevor wir jetzt zu Vara gehen, muss ich erstmal zum Rebellenlager gucken, dass da auch alles soweit. Ach komm, geht schneller. Wo haben wir denn denn? Zack. Haben jetzt auch nicht mehr so große Mana-Probleme. Wobei, das hatten wir nie in der Modifikation. Manchmal musst du immer gucken, dass du genug Mana hast. Da musst du gefühlt irgendwie erstmal eine Runde pennen. Oder was einwerfen, damit du zweites Mal teleportieren kannst. Wenn du gar nicht auf Mana gehst, aber hier, das ist ja relativ brauchbar. Aber warum sind auf der Seite des Sumpfes die Gegner nachgespawnt? Ich kapiere das gar nicht. Wenn dann ja doch nichts. Hier passiert es auf der anderen Seite, ist ja nichts nachgespawnt. Also gar nichts. Und hier ist wirklich wieder Gegner. Was soll denn das? So, da hinten aber nicht, aber hier. Jetzt bleibe ich hier irgendwie auf der Brücke hängen oder was? Schnauze. Der andere ist aber zu weit weg. Komm jetzt aber. Nein, Zoom war ja auch wieder. Ja, hör doch auf, ehrlich. Zumindest einer. Wir waren ja auf der anderen Seite, da war ja keiner. Ja, dann ein bisschen EP nehmen wir mit, ist doch klar. Ich habe übrigens keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung, in was wir investieren wollen. Ich haue es am Ende wahrscheinlich einfach in Stärke rein. Ich wüsste nicht, was sonst. Oh, da macht ja gar nichts mehr. Ach du Heilige. Oh ja, ist ansonsten nichts mehr. Okay, also ein Zoom-Fight, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber okay. Nehmen wir dankend an. EP-technisch noch fast 10.000, also das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir ein paar Mal den Kirai fliehen lassen, dann kriegen wir relativ schnell das dann auch zusammen. Aber das wird nicht passieren, aber wie gesagt, durch die Hauptquest kriegt man eh immer am meisten EP. Auch der Kampf gegen Zorik, den wir ja vermeintlich verloren haben. 3.500 EP, quasi fürs Versagen. Kann man mitnehmen. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Da ist Morgan und der ist schon mal kein Freund. Aber dennoch könnten wir nochmal versuchen reinzugehen. Außer hier der andere Drecksack wartet da auf uns. Der lümmelt da ja manchmal rum. So, gehen wir das Wagnis ein. Haben wir eh gespeichert, was soll passieren? Der ist gerade nicht da. Also die ganz normalen Kameraden sind hier, die immer hier sind und nichts zu erzählen haben. Hin. Da hinten noch der andere Depp. Kann man da jetzt vielleicht irgendwie außen rum vorbeispringen hinter Morgan? Meine Meinung wird besser wissen müssen. Also von der Theorie her klappt's. Raus teleportieren können wir uns ja eh. Solange wir niemanden dabei haben, den wir hier rausbringen müssen. Noch vorsichtig sein hier. Kann man ja nie wissen. Hey, du. So, Quentin, hast du was Neues? Ein paar Dietrich. Er hat Kehlenschacht, du Scheiße, ist das gut. Glaubst du wirklich? Das hat er, glaube ich, davor auch schon gehabt, oder? Ich erinnere mich, dass er was Besseres hatte als rechte Hand. Ich glaube, das ist mir schon mal aufgefallen. Doch nur noch mehr. Also ist ja auch eine relativ gute Waffe und bestimmt auch mit diesem Bonus, dass man mit kurzen Waffen noch mehr Schaden macht, bestimmt richtig gut, aber die Reichweite ist einfach zu gering, deswegen ist das nichts für mich. Mit der Flinkheit. Wie viel hat denn unseres? Wir haben, glaube ich, nur plus 3 Stärke, beziehungsweise zur Zeit haben wir ja noch das Feuerschutzteil. Aber warum haben wir denn hier nirgendwo ein Amulett mit plus 8 Stärke? Das Amulett der Lebenskraft können wir auch mal verkaufen. Was soll denn das? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Aber sonst hat er nichts Gescheites. Wobei, ich kann mal wieder 3 Dietrich noch mitnehmen, sicherheitshalber. Okay, Quentin.
Wer war denn nochmal derjenige, der uns die anderen Händler vorbeibringen kann? Das war nicht Quentin, das war der andere hier, für den wir die Sumpfrad am Anfang töten mussten. Hey! Dolok ist wieder hier. Bogenschießen. Ja, Bogenschießen, nein, komm, das brauchen wir nicht mehr. Und das mit Tiere ausweiten, das machen wir auch nicht mehr, weil das lohnt sich jetzt auf gar keinen Fall. Der Georg war es, genau. Der Franz ist sauer auf uns, ja, ist gut, reg dich ab. Und der Freund hier kann uns gleich nochmal die Händler präsentieren. Mich fragt ja keiner. Beziehungsweise auch kann er mir erstmal selbst sein Sortiment zeigen, aber das ist leider nicht so wirklich brauchbar. Auf der Hand. Lass uns mal ab. Olaf. Oder war Olaf? Ich glaube, Olaf. Meine Meinung kennst du. Nee, Skinny soll er uns mal bringen. Der hatte Einhandschwerter. Lass uns mal abwarten. Olaf hatte immer nur diese Zweihandtrümmer-Dinge. Genau, 60 Goldbrocken kriegst du. Klar, jetzt stehe ich hier und der andere kommt. Toll. Das hätte er doch besser wissen müssen. Toll, super. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Jetzt wird hier wieder ein bisschen die Luft dünn. Also in der nächsten Folge gucken wir mal, ob der Skinny was Gescheites dabei hat. Wenn nicht, dann düsen wir halt wieder ab und präparieren mal hier den Angriff, bereiten uns vor. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.